Hallo an alle, mein Name ist Ekaterina Kardakova, ich bin Opernsängerin, Vocal- und Präsentationscoach. Heute möchte ich mit Ihnen über eine leisere und monotone Stimme sprechen. Woher kommt das und wie kann man das ändern? Ich wollte dieses Video schon lange machen, weil ich in der letzten Zeit so viele gleiche Anfragen bekommen. Wie kann ich meine Stimme so trainieren, dass sie lauter wird, dass sie weniger monoton wird, weil ich gehört werden will. Ich will gehört werden. Machen Sie doch irgendwas, helfen Sie mir, meine Stimme lauter zu machen. Und dann fange ich an zu erklären, dass die Stimme das Instrument der Emotion ist. Das heißt, jeder Gedanke, den Sie im Kopf haben, überträgt Ihre Stimme. Ein sehr guter Beispiel dafür ist, wenn Sie jemanden anrufen und fragen, ja, hi, wie geht es dir? Und der andere Mensch sagt, gut. Man merkt schon, dass diesem Menschen wahrscheinlich nicht so gut geht, wie er oder sie sagt. Natürlich, die Gründe dafür sind meistens die Erziehung und auch der Temperament des Menschen. Wenn der Mensch introvertiert ist, dann klingt die Stimme genauso. Kleiner, leise, undeutlich. Und da spielt, wie ich schon sagte, die Erziehung eine große Rolle. Wenn man von klein an so oft hört, sei nicht laut, sei wir alle und so weiter und so fort, dann wird der Mensch auch so sein und dann klingt auch die Stimme so. Weil die Stimme, ich wiederhole es nochmal, weil die Stimme überträgt jede Emotion und ihr innerer Zustand. Das heißt, wenn Sie ein temperamentvoller Mensch sind, dann klingt auch die Stimme, wird auch die Stimme automatisch lauter. Wenn Sie eher introvertiert sind, dann klingt auch Ihre Stimme leiser. Was kann man da machen? Natürlich gibt es bestimmte Tricks und Tipps dafür, wie kann man die Stimme besser beherrschen. Besonders wenn wir eine Situation haben, wo wir präsentieren sollen, wo wir ein wichtiges Interview haben oder wichtige Verhandlungen haben. Und da soll die Stimme auch sehr sicher und frei klingen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Stimme ein mega, mega großer Transporter oder, wie soll ich das sagen, ein Tool ist, die anderen zu beeinflussen. Im guten Sinne zu beeinflussen. Ja? Also die Stimme ist wirklich ein mega, mega, mega großer Transporter der Emotionen, weil wir Menschen natürlich, wir nehmen die Information auf einer emotionalen Ebene wahr. Es werden ja auch ganz viele interessante Researches und Untersuchungen gemacht, wo es deutlich gezeigt wird, was für eine Power und Kraft unsere Stimme hat im Sinne den Einfluss auf den anderen Menschen. Aber zurück zum Thema. Wie kann man überhaupt die Stimme lauter und monoton machen? Natürlich, ein Stimmtraining hilft Ihnen sehr. Sie können zu mir kommen und dann kann ich Ihnen gerne erklären, wie der ganze Körper funktioniert, welche Muskeln dafür zuständig ist, dass unser Muskel, unsere Stimmbänder, da sind so zwei kleine Muskeln, noch besser funktionieren und vor allem, wie können Sie besser ihre Stimme beherrschen. Auf der anderen Seite, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Stimme besteht wirklich aus Emotionen. Ja? Das heißt, sie sollen auch lernen, mit eigenen Emotionen umzugehen, damit sie auch besser ausdrücken zu können. Und dafür habe ich eine gute Übung für euch. Ich muss auch sagen, alle Teilnehmer, die bei mir irgendwann bei meinen Trainings waren, Präsentationen oder Stimmtrainings waren, die lieben diese Übung und die werden immer total wach, wenn wir diese Übung machen, weil sie jetzt wirklich super, super lustig ist. Ich habe sie selbst entwickelt und ich finde auch, man darf und man kann mit dieser Übung super gute Fähigkeiten, emotionale Stimmfähigkeiten entwickeln. Also ich nehme jetzt einen Zungenbrecher
Und wichtig ja auch bei dieser Übung ist, dass wir lernen, nicht durch den Sinn des Satzes, sondern durch die Emotionen den Sinn zu äußern, auszudrücken. Also ich habe einen Zungenbrecher genommen und zwei verschiedene Emotionen dazu. Der Zungenbrecher lautet so: Es klappern die Klapperschlangen, bis er klappern Schlapperklangen. Die Aufgabe ist nicht, den Zungenbrecher schnell zu sagen. Die Aufgabe ist, die richtige Emotion auszudrücken. Und da habe ich zwei verschiedene Emotionen genommen: Begeisterung und Enttäuschung. Und ich werde jetzt diesen Zungenbrecher mit Begeisterung sagen und dann mit Enttäuschung. Und versuchen Sie jetzt genau zu beobachten, wie klingt meine Stimme? Wie werden meine mimische Bewegungen angesetzt und wie verändert die Mimik den Klang der Stimme? Also, jetzt erstmal mit Begeisterung. Ich muss irgendwie meine Notiz hier ein bisschen höher halten. Also, es klapperten die Klapperschlangen, bis er klappern Schlapperklangen. Und jetzt Enttäuschung. Es klapperten die Klapperschlangen, bis er klappern Schlapperklangen. Wahrscheinlich haben Sie auch bemerkt, dass meine Stimme total unterschiedlich klingt, weil ich total verschiedene Emotionen mit dem Zungenbrecher äußern wollte, ausdrücken wollte. Diese Übung hilft Ihnen sehr. Versuchen Sie selbst, sie zu machen. Nehmen Sie Ihren Lieblingszungenbrecher oder paar Zungenbrecher, wirklich mit verschiedensten Emotionen. Sie sollen wirklich absolut gegenseitig sein. Ja? Und üben Sie es. Und am besten nehmen Sie Ihre Stimme auf. Und dann hören Sie gut zu. Ist es überhaupt genug von der Emotion her, was Sie jetzt ausgedrückt haben? Oder nicht genug? Weil ich muss Ihnen auch sagen, beim Trainings wird es auch deutlich, welche Menschen eigene Emotionen nicht halten, nicht unterdrücken und frei äußern können und welche Menschen haben damit doch Schwierigkeiten. Fazit: Wenn Sie gehört werden wollen, wenn Sie Ihre Stimme weniger monoton und leise machen wollen, sollen Sie besser Ihre Emotionen kennenlernen, sie ausdrücken, und diese Übung, die ich Ihnen jetzt gegeben habe und gezeigt habe, hilft Ihnen sehr dabei. Wenn Sie noch zu diesem Thema Fragen haben, schreiben Sie mir in den Kommentaren. Ich beantworte Sie sehr gerne. Sie können auch meine Webpage besuchen und anschauen, wie ich mit dem Voice, mit Stimmtraining helfen kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ciao.